Die 10 Rotwildgebiete sind über Bayern verteilt auf 14% der Landesfläche. Der Rest ist rotwildfrei. Hier darf kein Hirsch leben. Ein Skandal, findet der Bayerische Jagdverband. Dieses Einsperren in Inseln ist eigentlich eine Art barbarischer Akt. Rotwild ist eine Tierart, die gerne wandert. Und diese Tiere an ihrem natürlichen Verhalten zu hindern, finde ich einfach unverantwortlich. Freiheit für den König der Wälder, heißt es im Jägermagazin. Andernfalls drohten Krankheiten und Deformationen, wie hier in einem norddeutschen Rotwildgebiet. Aber Hirsche richten auch große Schäden an Bäumen an. Staatsforstbetrieb Bad Brückenau. Was würde die Auflösung der Rotwildgebiete für den Wald bedeuten? Ich gehe davon aus, dass die Schäden einfach zunehmen werden, weil der Rotwildbestand in Gänze ansteigen wird. Das Bayerische Forstministerium hat nun eine Rotwildstudie in Auftrag gegeben. Wildbiologen der TU München untersuchen dazu 3000 Genproben von Hirschen aus ganz Bayern. Ein Problemgebiet sind schon heute die Isarauen, Bayerns kleinstes Hirschrevier. Die Isarauen werden spannend. Die sind rund um verschiedenen Autobahnen. Das Rotwild müsste einmal durch München durchlaufen. In 2 Jahren liegen die Studienergebnisse vor. Dann braucht es Antworten vom Freistaat. Wie umgehen mit dem Hirsch?